Diese zwei Dividendenaktien möchte ich jetzt gerne nachkaufen. Genau, du hast richtig gehört, diese Aktien habe ich bereits im privaten Depot drinnen und möchte beide Unternehmen gerne nachkaufen. Das erste Unternehmen schüttet aktuell ca. 6% Dividendenrendite aus, steigert die Dividende seit sage und schreibe 30 Jahren und hat in diesen 30 Jahren die Dividende insgesamt 125 Mal erhöht. Und das zweite Unternehmen schüttet mittlerweile 7,5% Dividendenrendite aus, ist meiner Meinung nach auch definitiv einen Blick wert, aber da habe ich schon rausgehört, ihr habt da nicht so viel Interesse an diesem Unternehmen, was eigentlich echt schade ist, weil es, wie gesagt, meiner Meinung nach definitiv einen Blick wert ist. Bevor wir am PC ranschauen, wenn du neu bist auf dem Kanal, gerne schon mal den Kanal abonnieren, weil hier geht es immer um Dividendenaktien und wie wir unser Geld investieren, sodass wir einen stetig steigenden Cashflow auf jeden Fall in Zukunft bekommen können. Ja, jetzt weiß ich gar nicht, ob ihr Finanzmarktwelt anschaut. Ich hoffe auf jeden Fall, weil der Fugi hier richtig geilen Inhalt jeden Tag rausballert. Und ich schaue mir das in der Früh immer an. Und der hat halt viele Insights, wo ich gar nicht drauf kommen würde. Und hier seht ihr eine Situation, die in Zukunft auch nochmal, naja, schwierig werden könnte, definitiv. Ihr seht hier den Konflikt zwischen Taiwan und China. Da stehen zwei Kriegsschiffe gegenüber. Und das ist auf jeden Fall etwas, was wir nicht außer Auge lassen dürfen. Ich habe ja auch gesagt gehabt, ich bin etwas zurückhaltend mit dem Investieren, aber wenn mir der Markt Möglichkeiten bietet, dann möchte ich die auf jeden Fall wahrnehmen. Und das erste Unternehmen ist so ein Unternehmen und du hast das sicherlich schon rausgehört. Es handelt sich hierbei um die Realty Income Aktie. Da ist halt das Besondere einfach daran, man hat insgesamt über 15.450 verschiedene Immobilien im Bestand drinnen. Und wenn man sich so die Mieter anschaut, dann sind hier einfach nur bekannte Namen drinnen. Also das sind jetzt die 20 größten Klienten, was man so im Portfolio quasi aufweisen kann. Und da ist halt mit dabei eine Dollar General, eine Walgreens, Dollar Tree, 7-Eleven, Barbecue, Lifetime Fitness, FedEx, Vain Resources, CVS Pharmacy, LA Fitness, Sainsbury. Wir haben hier eine Tesco mit dabei, eine AMC Theaters, Red Lobsters, Walmart und auch Tractor Supply. Also es sind alles große Unternehmen. Und was mir bei der Webseite so brutal gut gefällt, und das sage ich hier auch immer wieder, und das darf man auch nicht vergessen, bei Realty Income sind die meisten Immobilien im Retail-Geschäft drinnen. Ihr habt es mitbekommen, ich sage es hier auch immer wieder, das Retail-Geschäft, das schwächelt aktuell. Das hat natürlich auch zur Folge, und das müssen wir natürlich auch hier extremst beobachten, wie wird sich die Portfolioauslastung in Zukunft schlagen? Aktuelle Portfolioauslastung liegt bei 98,6%. Das ist richtig, richtig stark auf jeden Fall. Es gibt kaum ein REIT, der so eine hohe Portfolioauslastung hat. Und man muss ja auch dran denken, wie viele Immobilien die haben. Also das ist richtig, richtig stark. Und richtig stark ist auch meine Empfehlung hier, den Zero Broker. Link ist unten in der Videobeschreibung drinnen. Ist meiner Meinung nach Deutschlands bester Broker aktuell. Und du bekommst mit dem Code HOLLY25 25 Euro Bonus. Link ist unten drinnen. Ich möchte da gar nicht so viel Werbung machen, sondern viel mehr auf die Aktie eingehen, weil die ist meiner Meinung nach interessant. Ich weiß, dass die Aktie seit 10 Jahren zugesehen seitwärts läuft. Aber schauen wir uns einfach mal an, diese Phasen hier um roundabout 47 US-Dollar, die waren in der Vergangenheit immer interessant. Ja, es kann durchaus sein, wenn jetzt zum Beispiel die Zinsen doch nicht so schnell fallen oder dass die Zinsen vielleicht doch nochmal steigen sollten, dass die Aktie nochmal weiter runter geht. Und genau das möchte ich tatsächlich spielen. Also ich hoffe sogar, dass die Zinsen länger oben bleiben, weil ich ja auch schon angekündigt habe, dass ich mehr meine Cash-Position aufbaue. Und dann, wenn die Aktie jetzt zum Beispiel mal Richtung, lass mal wirklich den Fall eintreten, Richtung 45 Dollar läuft, hey, Digga, ich sitze hier da und habe ein dickes Lächeln auf meine Lippen drauf und kann dann die Aktie mit einem richtig schönen Discount kaufen. Vor allem jeder, der mir schon länger folgt und der weiß, ich habe die Aktie hier verkauft und habe zuletzt bei 50 Dollar gekauft. Also ich habe meine Aktien zu einem richtig schönen Discount zurückkaufen können und die Aktie, schaut euch das mal an, super Dividenden-Historie. Und ich gehe persönlich auch davon aus,
dass die Aktie weiterhin ihre Dividende steigern wird. Die Analysten, was sagen die eigentlich dazu? Die 15 Analysten haben die Aktie auf der Beobachtungsliste und in den nächsten 12 Monaten denken die, dass hier ein mögliches Kursplus von bis zu 15% entstehen könnte. Das ist aber auch nur immer eine Annahme. Also nicht vergessen, auch vom Chart her finde ich es gerade richtig spannend. Man hat nämlich hier erstens die 200-Tage-Linie zurückerobert, hat die dann getestet und ist dann drunter gefallen. Das ist eigentlich ein Zeichen von Schwäche und ich hoffe tatsächlich, dass ich mit meiner Annahme richtig liege, dass die Aktie jetzt weiterfällt und wir dadurch weitere Möglichkeiten bekommen. Und ich habe ja auch schon am Anfang gesagt, wenn du keine weiteren spannenden News dazu verpassen möchtest, gerne den Kanal abonnieren. Gleich schauen wir uns den zweiten Kandidaten an, das ist nämlich auch ein richtig interessantes Unternehmen. Was mir auch wichtig ist, einfach ein Feedback dazu reinhauen, wie du die aktuellen Videos findest. Und ganz wichtig, ich habe einen komplett kostenlosen Newsletter für dich, der ist auch unten in die Shoutouts verlinkt. Ja, und die zweite Aktie ist Western Union. Ich weiß, dieses Unternehmen feiern viele gar nicht so. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe das auf einen gewissen Teil, aber das Unternehmen ist aktuell echt zu attraktiv bewertet, wo ich sage, so, da kann ich persönlich nicht davon wegschauen, wenn jemand sagt, so, yo, mein Favorit ist PayPal oder sonst irgendwas, finde ich das absolut okay, Leute. Deswegen ist es ja auch wichtig, eine eigene Meinung am Aktienmarkt zu haben. Warum finde ich Western Union interessant? Also einerseits, weil mir das Unternehmen natürlich immer unterkommt beim Reisen. Also ich meine wirklich immer. Andererseits weiß ich auch, dass wenn ich hier investiere, beziehungsweise auch investiert bin, jetzt geht mein Internet mal wieder nicht, dass die Dividende hier nicht mehr signifikant gesteigert wird. Also wir sind hier an dem Top angekommen, finde ich auch gut. Ich weiß das auch bereits, wenn ich hier investiere, dass da einfach an diese Schraube nicht mehr gedreht wird. Was sagen die Analysten dazu? Das lassen wir jetzt einfach mal im Hintergrund laden, weil hier wir können jetzt mal die Geschäftszahlen anschauen. Und ich habe ja schon in einem meiner vorherigen Videos gesagt, ich finde es richtig gut, dass sie Aktien zurückkaufen. Natürlich sind sie auch vom Umsatz her rückläufig, aber man schaut, es scheint jetzt so zu sein, dass es in Zukunft wieder etwas besser wird. Gleichzeitig hat man eine extremst hohe Nettomarge und die Dividende ist natürlich auch dementsprechend gedeckt. Die Zukunft, wie schaut die aus? Und zwar seht ihr das, das ist auch etwas, was ich immer gerne sehen möchte. Der Verlauf des Gewinnes. In Zukunft geht man eben davon aus, dass man hier wieder deutlich bessere Gewinne erzielen kann. Und das ist eigentlich meist ein gutes Zeichen, dass der Boden erreicht ist bei der Aktie und dass die Aktie theoretisch, aber wie gesagt, das ist immer nur Theorie, dass sie wieder steigen kann. Also die Möglichkeiten sind auf jeden Fall meiner Meinung nach vorhanden und auch vom Free Cashflow, Nettoverschuldung sieht es jetzt auch nicht so schlecht aus. Dividende gibt es eine üppige und die Analysten sind eigentlich zurückhaltend. Und das ist auch etwas, was ich immer gerne sehen möchte, dass die Analysten eigentlich die Aktie aktuell gar nicht abfeiern, weil es heißt einfach am Ende des Tages, dass die nicht oder für ganz wenige Akteure an der Börse relevant sind. Und dementsprechend habe ich mir die Aktie bereits im November oder vor November in meinem Depot reingelegt. Ich habe 3 Tranchen gekauft und möchte jetzt weitere 800 Aktien in meinem Depot reinkaufen, damit ich insgesamt 2000 Aktien von diesem Unternehmen im Depot drinnen habe. Aber wie auch am Anfang schon erwähnt, ich habe es nicht eilig, ich habe keinen Stress oder sonst irgendwas. Ich möchte für mein Geld die bestmögliche Preis-Leistungs-Verhältnis haben und daher bin ich auch geduldig und habe dir heute 2 sehr spannende Aktien meiner Meinung nach vorgestellt.